Und damit kommen wir in die dritte Liga. Die Diskussion um ein neues Stadion in Saarbrücken, die hat ja in der letzten Woche neue Nahrung bekommen. Der FCS hat einen Brief geschrieben an die Stadt mit Details, wie das neue Stadion aussehen könnte oder sollte. Und das ging auch bis zur höchsten Stelle hier im Land. Und deshalb hat sich auch der Ministerpräsident Peter Müller dazu geäußert. Für uns ist es interessant, das ist für mich im Moment nicht absehbar, wie weit ist der Stand der Planungen. Wir waren ja in den Gesprächen mit der Stadt in der Vergangenheit so verblieben, dass wir gesagt haben, Bauherr, wenn es denn einen Neubau gibt, muss die Stadt sein. Und wir hätten gern eine belastbare Planung, bevor wir über die Frage entscheiden, ob und wie das Land sich an dieser Fragestellung beteiligen kann. Wir werden auf die Stadt mit Terminvorschlägen zugehen und dann werden wir ein Gespräch führen. Ja, also offen noch die Situation in Sachen Stadion, offen auch die sportliche Situation beim FCS. Es geht eng zu am Tabellenende der dritten Liga. Saarbrücken kämpft also weiterhin um den Klassenerhalt. Ja, und in der Situation kommen leider Verletzungssorgen in der Abwehr dazu. Nachdem ja Markus Mann verletzt war, hat sich jetzt auch der neue Kai Gehring verletzt, kann nicht spielen. Und so muss also das neue Innenverteidiger-Duo Marc Lerondy und Christoph Buchner nun dafür sorgen, dass die Gegner Angst und Schrecken haben. Heute sollte das eine ganz schwere Aufgabe werden, denn das auswärtsstarke Team aus Regensburg war zu Gast im Ludwigspark. Mit dabei Frank Grundtefer. Ja, und außerdem fehlt er ohne Wenn und Aber Nico Zimmermann, die kreative Schaltzentrale des FCS. Er muss wegen der fünften gelben Karte heute passen. Passen muss auch der Kapitän, nämlich Markus Mann. Eine Bauchmuskelverletzung zwingt ihn zum Zuschauen, wie schon in Wehen Saarbrücken, ohne seinen Spielführer. Neu im Team, Manuel Stiefler. Den zentralen Part im Mittelfeld übernimmt er. Außerdem kommt Girgic zurück in die Mannschaft. Also Jürgen Luginger muss immer wieder umstellen. Mit dem verletzten Sven Krause fehlt ihm außerdem noch ein Stürmer. Regensburg ist das viertbeste Auswärtsteam der Liga und hat auch die erste Chance nach 40 Sekunden. Buchner gegen Hein. Hier. Und da gibt's schon 11 Meter. Buchner stößt daheim um. Natürlich wird noch diskutiert. Aber diese Entscheidung von Schiedsrichter Sönder ist vertretbar. Ja, das Spiel beginnt mit einer Schrecksekunde für Saarbrücken. Das Foul hier eindeutig umgestoßen. Jürgen Luginger will das natürlich nicht wahrhaben. Ist aber so und dann Temür gegen Marina. Und der Regensburger vergibt. Ja, Glück für den FCS. Der Ball touchiert noch die Latte. Regensburg verschenkt die Führung im Ludwigspark. Jahn-Trainer Markus Weinzierl trägt seine Enttäuschung nicht nach außen. Und der FCS mit der direkten Antwort. Zweite Minute. Das ist Schuck. Und dann Pisano. Er heute wieder alleinige Spitze in Jürgen Lugingers 4-2-3-1-System. Und auch die nächste Chance hat der FCS. Wieder Schuck. Ähnliche Situation wie zuvor. Und wieder Pisano. Und jetzt Regensburg im Glück. Giuseppe Pisano hat das 1:0 auf dem Kopf. Michael Hofmann im Jahn-Tor schon geschlagen und dann rettet das Aluminium für die Gäste. Knapp, ganz knapp war das. 4.123 Zuschauer wollten da schon feiern. Aber zum Glück hält der FCS die Spannung hoch. Pisano hat hier einfach nur Pech gehabt. Und dann der dritte Freistoß in Folge. Diesmal ist es Stiefler, der für Gefahr sorgt. Ja, mit einem Sieg kann Saarbrücken Regensburg heute überholen, denn der FCS hat das bessere Torverhältnis. Aber bislang ist das noch Wunschdenken. Denn auch der Jahn tut etwas zur Belebung des Spiels. In der Hinrunde ein 2:2. Damals ging der FCS in Führung, heute Regensburg. Das ist die Frage. André Laurito gegen Kohler. Dann Alibas und Sieger mit dem Block. Gute Möglichkeit für die Gäste. Die haben zwar den drittschlechtesten Sturm der Liga, erst 25 Treffer erzielt. Trotzdem reicht das für 21 eingefahrene Punkte auf fremden Plätzen.
Ja, und die Innenverteidigung des FCS, Marc Laurendy und Christoph Buchner, die beiden, die müssen stets die Konzentration hochhalten, zu Null spielen gegen Regensburg. Ja, das wäre die Basis für einen Sieg. Aber die sind noch nicht richtig aufeinander abgestimmt, machen ihre Sache aber bislang nicht schlecht. Und ihr Trainer Jürgen Luginger, wie ein Tiger an der Rasenkante, will Offensivaktionen sehen. Und dann startet mal Grgic, dynamisch und mit Zug zum Tor. Marcel Schutt und Sieger! Chance noch nicht vorbei, Pisano und Kohler. Ja, welche eine Chance für Saarbrücken, 39. Minute. Stefan Sieger, heute Kapitän, weil Mann und Zimmermann ja fehlen. Die klasse Vorarbeit von Grgic und dann scheitert der FCS an Torwart Hofmann, aber auch an sich selbst. 0-0 zur Halbzeit, kein gutes Spiel im Ludwigspark. Marc Laurendy und Christoph Buchner haben noch keinen Treffer zugelassen. Wenigstens das auf der Tribüne. Fachsimpelei. Was war das für eine Chance von Stefan Sieger? Ja, da hätte die Führung doch herausspringen müssen. Jetzt aber hinein in die zweite Hälfte, Enver Marina. Und dieser Ball wird von den Gästen erobert. So schnell kann aus einem Vor- ein Nachteil werden. Regensburg dann mit Adibas. Hier kommt er an den Ball. Dann Erfen und Schweinsteiger mit der gefährlichen Artistikeinlage. Ja, erstes fußballerisches Highlight. 53 Minuten gespielt. Tobias Schweinsteiger, schöne Vorarbeit von Alibas und Erfin. Und dann schauen Sie auf die klasse Parade von Enver Marina. Der FCS-Torhüter verhindert nicht nur Schweinsteigers 9. Saisontreffer, er hält den FCS auch in der Partie. Dann geht Stiefler, es bekommt. Nochmal Druck machen, Saarbrücken will heute einen Sieg. Das hat Jürgen Luginger so angekündigt. Dann Forkel und Sitko. Und schon ist der eingewechselte Özbek zur Stelle. Der Trainer wirkt nachdenklich, auch er bestimmt enttäuscht von diesem eher schwachen Fußballspiel. 66 Minuten vergangen. Nächste Hiobsbotschaft, 5. Gelbe für Sieger. Das heißt, auch er fällt nächste Woche gegen Aalen aus. Ganz bitter. Dann kommt Zeitz für Schuck. Zeitz muss sich nach seiner Verletzung wieder zurückkämpfen. Dann Özbek, Grgic und Laurendy verpasst am langen Pfosten. Ja, endlich nochmal ein Aufreger im Park. Saarbrücken drückt jetzt, ohne wirklich zu dominieren. Grgic und dann Laurendy, 70. Minute, 0-0. Markus Mann, der kann zwar lächeln, fraglich, ob das mit dem Spiel zusammenhängt. Aber nur wenig später wird ihm das Lächeln vergangen sein. Wedimir Grgic, Ringereinlage gegen Hain. Gelb hatte er schon, also gelb-rot. Auch er fällt nächste Woche aus dem FCS, wird so langsam eine Rumpftruppe. Dann ist Beck kurz vor dem Ende und Saarbrücken versucht's nochmal. Aber diese Szene, sie ist ein Abbild des heutigen Spiels. Viel Krampf im Abstiegskampf. Regensburg kann nicht überzeugen, der FCS auch nicht. Dann will Laurendy noch einen Elfmeter. Schiedsrichter Sönder verweigert diesen und das zu Recht. Maul spielt den Ball, auch wenn er Laurendy berührt. Ein Strafstoß ist das nicht. Ja, und dann ist die Partie zu Ende. 0-0 das Ergebnis, keine Tore im Park. Dafür Enttäuschung. Dieses Remis bringt dem FCS weniger als Regensburg. Und eines wird heute ganz, ganz deutlich. Ohne Kreativspieler wie Nico Zimmermann ist in dieser Liga wenig auszurichten. Gerade im Spiel nach vorne ist uns heute wenig eingefallen. Und ja, die wenigen Chancen, die wir hatten, auch dann haben wir der letzte Pass nicht gespielt, waren zu hektisch teilweise. Und ja, es war klar, dass die kompakt stehen und dass da nicht viele Räume gibt. Und das müssen wir einfach dann besser ausspielen. Die beste FCS-Chance hatte Pisano. Und ein Tor hätte heute zum Sieg gereicht.
wie sagt man so schön, wir haben uns heute neutralisiert, kann man sagen. Nein, es war natürlich kein gutes Fußballspiel. Von beiden Seiten, denke ich mal, kaum Torszenen, ja, viele Fehlpässe. Und ja, schlussendlich hat bei so einem Spiel dann keiner einen Sieg verdient. Ja. Schade für den FCS, der heute die Chance verpasst, Regensburg zu überholen. Das Spiel allgemein war über 90 Minuten. Ja, es ging über den Kampf, es war eigentlich wenig Spielfluss drin. Und ja, wir haben am Schluss ein paar Chancen gehabt. Waren ein Mann weniger, haben noch ein paar Chancen rausgespielt, aber ich denke, mit dem 0-0 müssen wir heute einfach zufrieden sein. Ja. Und auch die Innenverteidiger müssen mit der Realität leben. Und die heißt heute nur einen Punkt ergattert. Einzig positiver Aspekt aus ihrer Sicht, man hat keinen Gegentreffer zugelassen. Ja, und auch Saarbrücken ist erst in 2 Wochen wieder dran nach der Länderspielpause. Dann bei Mitkonkurrenten um den Klassenerhalt Rot-Weiß-Aalen. Und wir wollen mal gucken, wie die Gegner des FCS in der 3. Liga gespielt haben. Heidenheim und der VfR Aalen trennen sich 0-0. Dresden besiegt den nächsten Gegner also des FCS Rot-Weiß Aalen mit 3-0. Saarbrücken Regensburg, wie gesehen, ebenso 0-0. Sandhausen, Wien Wiesbaden und auch Stuttgart Bayern München 0-0. Babelsberg unterliegt Unterhaching 0-4. Burghausen gewinnt gegen Bremen 2-1. 0-0 endet die Partie Offenbach gegen Koblenz und Erfurt gewinnt in Jena mit 3-1. Der Blick auf die Tabelle: Braunschweig und Rostock ganz vorne, schon mit Abstand zu den nächsten Mannschaften. Unser Brücken finden wir in der 2. Hälfte wieder, nach wie vor auf Rang 15, jetzt mit 5 Punkten Abstand zum 1. Abstiegsrang. Ganz unten Bayern München.